So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Bros. Wonders. Letztes Mal haben wir die Wolkengebirgswelt, wie heißt der Quatsch? Wölkchengebirge angefangen. Ist eine coole Welt, bisher so viel, relativ viel Schneewelt, aber jetzt scheint es ins Gebirge zu gehen, wenn wir das Level hier geschafft haben. Gucken wir mal, was uns so erwartet. Schwierigkeit 2, Angriff der Spießeriche, oh je. Das klingt ja nicht so angenehm. Was kommt jetzt? Oh, die machen mir die Blöcke hier kaputt. Okay. Aber solange mich das nicht stört, ist das okay. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es mich relativ bald stört. Okay, das hat gut funktioniert. Okay, die können auch nach unten spießen. Die können einfach nach überall hin spießen. Okay. Alles klar. So, jetzt warte. Scheiße. Ich habe gehofft, Mist. Dass ich da hochkomme. Jetzt habe ich das doch bestimmt schon wieder verbaut. Eieiei. Okay, warte, kann man Shelljumps machen? Ah, hier ist aber nichts zum Shelljump machen. Ah, shit. Nee, ich komme da auch nicht hoch. Nee, keine Chance. Ach, Mist. Okay, aber warte, wenn hier die erste Münze ist, dann ist da drüben gar nichts. Zumindest nichts Wichtiges. Nice. Vielleicht wäre da ein Leben oder so gewesen. Ja, wahrscheinlich ist es nur ein Leben. Wahrscheinlich wäre da... Okay, was bist du? Ach ja, so ein Ding nach oben. Wahrscheinlich wäre da nur ein Leben gewesen. Dann geht das ja voll fit. Dann ist hier die zweite Münze. Vermute ich jetzt mal. Yes! Nice! Sehr gut. Ja, nehmen wir mit. Okay, der muss hier kaputt machen. Und dann muss der Koopa da rein. Nice. Okay, der Koopa muss da unten kaputt machen. Oh, okay, da geht andere Party ab. Ach Gott, Alter. Okay, hier aufpassen. Oh mein Gott. Okay. Was hat der gesagt, könnte in der Nähe sein? Sicher, dass du nichts übersehen hast. Willst du mich verarschen? Da oben ist tatsächlich was, aber wie komme ich da... Wart. Da oben war was, aber wie komme ich da hin? Oder hier hoch. Warte mal, hier hoch. Ja. Ah, guck mal. Hä? Jetzt spielen wir einfach RPG oder was? So Top-Down-Ding. Oh, das ist aber mit Zeit. Aber es wird sehr viel Zeit. Ja, okay. Ich glaube, das ist sehr, sehr viel Zeit, die da zur Verfügung ist. Ich komme nicht durch. Ich bin zu dick. Ich bin zu dick.
Danke. Das ist ja voll witzig. Aua. Also ja, voll witzig, dass wir jetzt hier an der Wand entlang laufen kann einfach. Da ist es. Ja, da, hä? Muss ich jetzt den richtigen finden, oder was? Ja, okay. Dann geht's hier... Nein! Dann geht's wahrscheinlich hier rein. Jawohl. Okay, krass. Sehr interessante Challenge. Plötzlich macht mich hier einfach auf dem Ding so ein Walk. Okay, aber hier kann ich doch jetzt safe runter. Ja. War zu erwarten. Okay, der muss wahrscheinlich den Pau treffen. Hat gut funktioniert. Ja. Easy. Wir haben alles. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Dann können wir jetzt wahrscheinlich nur noch gemütlich ins Ziel. Okay, gemütlich ist nicht. Sehr schön. Okay. Prima. Bye. Okay. Damit haben wir auch dieses Level abgeschlossen, ne? Ja, perfekt. Alles richtig abgeschlossen. Dann die Hälfte geschafft. Du bist der Laden. Ich kann da, da kann ich wieder Dinge kaufen. Let's go. Okay. Erstmal den Kollegen. Ah, und jetzt hat er nur Abzeichen, die ich schon habe. Okay. Aber dann kaufen wir wieder 10 Stück hiervon. 5 Stück. Jawohl. Und der letzte. Wunderbar. Bisher nichts doppelt. So kann es weitergehen. Und dann kommen wir jetzt wahrscheinlich so Wolkenlevel, ne? Jetzt ist sie mal aus der Schneewelt raus. Aber bisher haben wir jetzt hier keine so Secret-Wege gehabt, richtig? Aber bisher haben wir keine Secret-Wege, okay. Na dann, von Pfahl zu Pfahl. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Aha. Ist das zum Klettern oder zum Springen? Ah, ist zum Klettern. Hält es ewig? Nein, tut's nicht. Gut, dass wir drüber geredet haben. Na, super. Da oben muss ich dagegen schießen, oder was? Ah ja. Sehr gut. Okay. Da musstest du ordentlich klettern, ja. Das musste ich wohl. Was schon hilft und wir haben noch nicht... Ach doch, eine Münze habe ich schon. Oh, okay, wir kriegen wieder die Blubberblume. Okay. Okay, das war aber dann nur für Bonus. Oh, da muss ich gegenknallen. Jawohl. Wait, aber wie komme ich... Ach du Schande. Muss ich da jetzt gezielt springen? Ihhh, okay, das geht auch so.
Das geht auch so, sehr schön. Fallschirm ist mein Freund. Fallschirm, die Mütze ist mein Freund. Oh, da ist was. Oh, wait, wie komme ich daran? Koopa hochschmeißen. Ha! Easy. Okay, Münze 2. Nee, Quatsch, Münze 3 müsste jetzt schon sein, ne? Jawollo! Geil. Dann fehlt nur noch der Samen. Okay, ich habe ein Bedenken, dass ich hier jetzt was verpasst habe. Ah, warte, Koopa hochwerfen. Yes! Hier ist safe der Samen. Hier ist safe der Samen. Natürlich. Sheesh! Was geht denn hier? Okay. Ah, lol. Ah, hier. Okay, ich muss die alle sammeln. Ja, easy. Okay, man hätte wahrscheinlich den kompletten Weg bis da oben Zeit gehabt, um die Dinger zu sammeln. Ah, die kannst du ja in einem Schwulwups mitnehmen. Das war nicht so smart. Ja. Aber er hat wieder gespeichert, dass wir dass wir die Dings hatten. Das finde ich schon cool. Also die lila Münzen speichert es scheinbar. Dann muss man die nicht öfter machen. LOL! Wieder so ein Block entdeckt. Auch immer wieder interessant, so einen Block zu finden. Aua. Boah, aber das war ja voll dumm gerade wieder, ne? Dass ich da jetzt so versage einfach. Ja, der ist wichtig. Den brauche ich. Wenn ich mich wieder so dumm anstelle wie gerade, brauche ich den definitiv. Ja, jetzt brauche ich länger, bis ich sie alle habe. Halt, der ist da unten. Okay, der bleibt da auch dann. Okay. So, jetzt vielleicht ohne Treffer. Wobei wir einen Treffer können uns ja sogar leisten. Wow, jetzt habe ich einfach einen Weg, wo ich überhaupt nicht gegen den Koopa renne. Auch gut. Auf jeden Fall interessante Geschichte hier. Nicht gut. Nicht gut. Oh mein Gott, der Safe. Der Safe. Oh, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, sehr gut. Da hätte ich mich jetzt geärgert, wenn ich da jetzt runtergeknallt wäre. Eieieiei. Gut. Verschnaufpause. Ja, die kann ich jetzt gebrauchen. Vielleicht ist jetzt auch wieder eine schöne Verschnaufpause. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ja. Ja, das war dann auch die Verschnaufpause. Okay. Gut. Schöne Verschnaufpause.
So, du hier jammerst nur, dass du nicht weiter kannst. Nee. Oder du wartest einfach, bis ich es geschafft habe. Wie wär's damit? Oh, eine Wölkchenarena. Okay, da müssen wir wieder kämpfen. Machen wir erstmal den Abzeichenlevel hier. Schwebehochsprung. Okay, was ist das denn für eine Fähigkeit? Let's go. Was ist das denn für eine Fähigkeit? Springe durch kurze Geschwebenhöhe. Okay. Oh, lol. Tatsache. Ich hab, das ist ein Hoch, also das ist ein krasserer Sprung. Okay, das ist aber auch eine saucoole Fähigkeit. Das ist jetzt Konkurrenz mit dem, Dings. Das ist jetzt also das ist jetzt krasse Konkurrenz, weil das ist schon ein guter Sprung, ne? Das ist schon eine ordentliche Sprunghöhe. Okay, ja, doch, man springt schon sehr, sehr hoch. Und das würde man dann ja immer können. In jedem Level könnte man jetzt höher springen. Ah. Muss ich mir jetzt gut überlegen, was mir lieber ist. Also schon eine krasse Fähigkeit. Angenommen, das wäre jetzt hier ein Abgrund. Ich überlege gerade, ob ich mich da retten kann. Ja! Krass! Man könnte sich da sogar retten. Okay, das ist übel. Jo, ich glaube, ich bleibe bei der Fähigkeit anstatt dem Fallschirm, oder? Mal überlegen, aber wir lassen jetzt erstmal dieses Abzeichen dran. Wir lassen jetzt erstmal dieses Abzeichen dran. Habe ich alle Münzen? Ja, das nehme ich mit. Ja, legen wir gleich an. Aber habe ich alle Münzen? Okay. Ja, habe ich. Okay, gut. Ja, dann rein in die Arena. Rein in die Wölkchenarena. Okay, jetzt kann ich wieder ein Item mir raussuchen. Ich bin, also beim Kämpfen bin ich schon fast auf Elefant, ehrlich gesagt, ne? Was ist hier? Ach, da ist ein Item drin, was ich noch nicht kriegen kann, wahrscheinlich. Okay. Okay, Wolken. Ah, kann aber auch draufspringen, okay. To know. Nein! Warum bin ich dumm? Okay. Ja, war jetzt nicht die schnellste Variante, aber Phase 2. Oh, die Dinger. Okay. Ja, das ist jetzt ja easy. Also das ist jetzt ja super easy mit Elefant. Ja, super cool. Sehr schön. Okay. Und Kupis. Ah, ne, sind nicht Kupis, sind Hammerbrüder. Never mind. Oh, das war's. Ja, easy. Und ab dafür. 50 Sekunden. Wie viel brauche ich? Ja, easy. Alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Fantastico. Sehr schön. Yeah. So. Wo geht's hier hin? Das ist perfekt. Schwierigkeit 4. Let's go.
Okay, ist direkt eine Dings-Challenge. Oh. Hä? Ah, okay, es gibt einen normalen Exit und dann den Secret Exit wahrscheinlich, wenn man den Dings oben schafft. Ja, das ist natürlich jetzt nix. Ja, das war nix. Okay, ich verstehe. Ah, muss ich dann warten, bis die Blöcke aufblinken oder was oder wie? Ich dachte, ich muss einfach loslaufen. Musste ich gar nicht. Das perfekte Timing. Ah. Ich war irritiert wegen der Zeit, aber das folgt einfach einem Rhythmus. Oh Bruder. Nein, das geht wieder weg. Wir hatten es fast. Aber ich habe, glaube ich, zumindest jetzt die lila Münze mitgenommen, oder? Okay, nochmal. Let's go. Das ist ja cool mit der Musik, ne? Am Anfang darf man nicht zu schnell sein, aber dann muss man richtig Gas geben. Nein, jetzt war ich zu schnell. Okay. Interessante Challenge. Zu Recht 4-Sterne-Ding. Scheiße. Ich bin zu langsam. Nein, ich schaff's. Oh, yes. Ja, aber wofür kriege ich jetzt den zweiten? Ach, für den normalen... Ah, für den Exit hier. Okay, ich verstehe. Alles klar. Cool. Jo, das war ein cooles Level. Sehr schön. Okay. Nice. Yeah. Yeah. Okay, hier geht's weiter. Abzeichentest Sprungfeder. Ja, let's go. Neues Abzeichen bedeutet das damit auch. Was haben wir denn jetzt hier? Du bewegst dich durch Hüpfen vorwärts und kannst höher als gewöhnlich springen. Ach du Schande. Aber ich bewege mich jetzt. Ich springe jetzt dauerhaft. Ich kann gar nicht mehr anders. Okay, das ist jetzt eher nicht für normale Level gut. Aber für ein Abzeichentest natürlich lustig. Yes. Okay, die Münzen zu kriegen ist einfach. Ja, das war nicht so schlimm. Sehr schön. Es läuft, es läuft, es läuft. Oder eher springt es gerade, aber gut. Nice. Hey, geht's immer noch weiter, hä?
Nee, das will ich nicht anlegen. Nee, 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 nee. Was ist das denn jetzt? Fragezeichen. What? What? Wo führst du mich denn hin? Hä, ist das so eine Spezialwelt oder was? Okay. Enorm unglaublich, dieser Ort ist wirklich fantastisch. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ich finde, dieses Gebiet ist etwas ganz Besonderes. Ist geradezu ein Spezialgebiet. Hä, ist das wie in SMW, dass es von jedem Welt aus so einen Sternweg gibt? Königsamt gibt es hier wohl keine, doch wir sollen uns trotzdem einmal umsehen. Fünf! Nächtliche Rhythmen. Oh, sollen wir es ausprobieren? Ja, komm, let's go. Warum nicht? Aber fünf Sterne ist schon heftig, glaube ich. Ah, ist aber auch wieder direkt so ein Ding. Ach, Tatsache! Nein! Oh, Bruder. Direkt verkackt. Ich glaube fast, dieser Sprung ist schädlich dafür. Wir nehmen mal den Kollegen hier mit. Der scheint mir sinnvoller zu sein. Ah, Mist. Ah, vielleicht ist der Fallschirm am besten. Bruder, das war kacke. Das war richtig kacke. Ich bin dumm. Okay, ich glaube, ich sollte einfach gar keine Abzeichen einsetzen. Okay, ich muss wirklich auf den Rhythmus achten. Eieieiei. Am Anfang bin ich immer noch ein bisschen zu schnell. Yes! Goh, wie geil diese Level, diese Rhythmus-Level sind ja übertrieben cool. Diese Rhythmus-Level sind ja übertrieben cool. Am Anfang sind die super schwer, weil die so langsam sind, aber wenn du dann mal in dem Rhythmus drin bist, das ist so cool. Boah. Das ist richtig nice. Okay. Jetzt haben wir hier wieder einen Laden. Hat er nur Aufsteller? Ach, lol.
Okay, da kann man dann gezielt Aufsteller kaufen. Ich verstehe. Okay, da kann man dann gezielte Aufsteller kaufen. Und hier kann man dann. Also da gibt es wahrscheinlich von jeder Welt aus. Ja, aber das würde ja bedeuten. Das würde doch bedeuten, dass ich von Welt 1 aus schon den Weg zur Spezialwelt verpasst habe, oder bin ich jetzt doof? Aber ich dachte, ich habe in Welt 1 alles. Habe ich doch nicht in Welt 1 alles? Wie kann ich mich denn mal schnell nach Welt 1 porten? So, okay, perfekt. Guck mal hier, so. Ist da irgendwo ein Weg, den ich nicht gegangen bin bisher? Ich habe doch hier alles gemacht. Habe ich irgendwo was verpasst? LOL, ich bin nicht hier hochgelaufen. Ich bin nie hier hochgelaufen. Hier geht's wahrscheinlich zur Spezialwelt von 1. Okay, ja, dann machen wir das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.